Emmerens Meyer, Missgeschick. Ich habe einen Mann und habe ein Kind und lieb dies, mein eigenes Blut. Auch bin ich fleißig und häuslich gesinnt, das ist ja alles sehr gut. Ich bleibe daheim und scheine vergnügt, den Geist lasse ich sumpfig und brach. Doch ob man nicht leidet und ob man nicht lügt, dem fragt kein Teufel was nach. Einst konnte ich dichten und erntete Lob, da war ich trotzig gesinnt, hing, ob man mich bis zum Himmel erhob, den Mantel nie nach dem Wind. Frei sei der Dichter. Ein schönes Wort. Doch dass ich es lebte, brach mir bald das Genick und ich musste fort. Kein Teufel fragte danach. Nun habe ich zu leben und dichten verlernt. Ich bin des armen Manns Frau. Mein innerstes Wesen dünkt mich entkernt. Mein Streben ist ziellos und lau. Man nennt mich ja gut, man lächelt mir zu. Doch wenn einst das Herz mir brach und ich in der kühlen Erde ruh, kein Teufel fragt was danach. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über das Gedicht Missgeschick von Emmerens Meyer. Und dieses Gedicht könnte man auch mit dem Titel Lebenslauf überschreiben, denn hier rechnet Emmerens Meyer sehr autobiografisch mit ihrem eigenen Leben bis zu diesem Zeitpunkt ab. Ich habe jetzt nicht die Entstehungszeit dieses Gedichtes gefunden, aber es muss zwischen 1907 und 1910 entstanden sein. Das war die Zeit, in der Emmerens Meyer verheiratet war und ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Sie hat dann später nochmal geheiratet, aber ich vermute, das ist ein Gedicht aus der ersten Ehe. Denn da war sie des armen Manns Frau. Und hier beschreibt sie eigentlich den Ist-Zustand und den War-Zustand. Und dann wirft sie noch einen Blick in die Zukunft. Das heißt, sie spannt hier einen weiten Bogen über ihr gesamtes Leben und überschreibt alles mit dem Wort Missgeschick, also schlechtes Geschick, ein schlechter Lebenslauf quasi. Und eigentlich fängt es mal ganz positiv an, denn sie hat ja alles, was eine Frau so will, Mann und Kind, und sie liebt ja auch das Kind. Ich liebe dies, mein eigenes Blut. Ehrlich gesagt finde ich hier schon interessant. Sie liebt ihr eigenes Blut, das ist das Kind. Den Mann offensichtlich liebt sie nicht, denn der ist nicht ihr eigenes Blut. Auch bin ich fleißig und häuslich gesinnt, also sie macht es ganz richtig, so wie eine Frau dieser Zeit es eben zu machen hat. Ich bleibe daheim und scheine vergnügt. Sie scheint nur vergnügt, sie ist es nicht. Sie tut so, als wäre sie guten Mutes. Und der Geist, das Gehirn, der liegt brach. Ich dichte nicht mehr, ich habe es gelassen. Ich bin jetzt zur Vernunft gekommen und tue jetzt das, was Frauen tun. Schon diese Verse, die treffen so ins Herz. Also mich trifft das so ins Herz. Sie leidet und sie lügt, aber es interessiert ja niemanden, dass sie lügt. Und dieser Schmerz, der kommt hier in diesem Refrain, kein Teufel interessiert sich dafür. Das ist allen egal, ich wahre den Schein und das genügt. Dann in der zweiten Strophe kommt eben dieser Blick in die Vergangenheit, einst konnte ich dichten und erntete Lob. Es war einmal eine Zeit, da es kommt bei Emmerens Meyer häufiger vor, dieses, ja, ich war mal ein Jungtalent und jetzt ist das vorbei. Und jetzt interessiert sich kein Teufel mehr für mich. Denn ich habe dieses Jungtalentsein nicht so genutzt, wie es vernünftig gewesen wäre. Ich wollte frei sein. Ich wollte
mir selbst treu sein. Und deswegen hat mir das Genick gebrochen. Hätte ich mich nur mehr an die Leute rangeworfen, hätte ich mich nur mehr an irgendwelche Leute rangewanzt, rangeschleimt oder welches Wort ihr da verwenden würdet. Ich glaube, ihr versteht das Problem. Sie war sich selbst treu. Und jetzt hat sie das Gefühl, ja, hätte ich das mal nicht gemacht, dann hätte ich jetzt vielleicht einen ganz anderen Status. Aber sie ist eben eine Frau des klaren Wortes immer gewesen. Und sie hat eben die Verse geschrieben, die nicht dazu beigetragen haben, dass man sie gerade sehr gerne empfangen hat in bestimmten Kreisen. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man ihre Gedichte liest. Nun habe ich zu leben und dichten verlernt. Und jetzt bin ich entkernt. Innen drin, da ist nichts mehr. Da ist die Leere. Ich bin nur noch eine Hülle, eine schöne, nette, vergnügte Fassade, in der nichts mehr brennt und nichts mehr lodert. Der Geist ist erloschen. Und ja, das scheint auch zu genügen für das, was ich brauche. Brauche ja nicht mehr. Aber jetzt denkt sie weit in die Zukunft, wenn einst das Herz mir brach und ich in der kühlen Erde ruh, kein Teufel fragt danach. Und diese Conclusio ganz am Ende, die zeigt auch, was ihre Dichtung eigentlich möchte, was jede Dichtung möchte. Dichtung möchte überleben. Dichtung möchte Ewigkeit. Ich möchte nicht ein Jungtalent sein. Ich möchte nicht mal von irgendwem gelobt worden sein. Ich möchte überleben in meiner Dichtung, in meinem Wort. Und das ist hier das bittere Nein, ich werde vergessen werden. Nein, Emmerenz, du bist nicht vergessen worden und deine Verse treffen auch heute noch mitten ins Herz. Und zumindest das hat sich nicht erfüllt. Ob sie das geahnt hat, ob sie trotz allem diese Hoffnung hatte, ich glaube es. Denn man schreibt solche Verse nicht, wenn man nicht doch irgendwie glaubt, dass etwas weiterwirken wird. Das ist hier für mich die kleine, kleine gute Nachricht in all dieser Bitternis. Dieses Missgeschick ist nicht bis ins Nachleben gedrungen, denn ihre Verse sind noch da, sie klingen noch heute, sie sind noch kraftvoll wie damals. Es hat sich also doch irgendwie gelohnt, wenn es auch bitter, bitter erkauft war. Das war meine Besprechung des Gedichtes Missgeschick von Emmerenz Mayer und ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video.